Unsere Reise durch Skandinavien führt uns in 5 Wochen Reisezeit ca. 7500 Kilometer durch die einzigartige Natur Schwedens und Norwegens. Unser nördlichstes Ziel sind die Lofoten und die Westeralen, ca. 300 Kilometer nördlich des Polarkreises am europäischen Nordmeer. Doch am Anfang steht die Anreise und wir stehen in der kleinen Ortschaft Sehestedt direkt am Nordostseekanal. Wir ziehen direkt an unserer Windschutzscheibe die dicken Pötte vorbei, die die Verbindung zwischen der Nordsee und der Ostsee nutzen. Die neben unserer mobilen Wohnung grasenden Nonnengänse sehen das gelassen. Sie sind jedenfalls nicht sehr beeindruckt. Doch dann recken sie plötzlich die Köpfe in die Höhe, als dieser alte Passagierraddampfer an uns vorbeizieht. Wir wollen aber weiter und das Navi wird auf das nächste Ziel programmiert. Es geht durch Dänemark und über die imposante Störrebelt- und Öresundbrücke, die eine unkomplizierte Verbindung zwischen Dänemark und Schweden herstellt. In Dänemark hatten wir uns mit Freunden getroffen. Für 2,5 Wochen wollen wir gemeinsam bis in den nördlichen Teil Schwedens fahren. Unser gemeinsames Ziel ist der Wildmarkswegen im Norden. Doch zuvor gibt es auf unserem Weg noch einige Stopps, wie hier an einer Schleuse am Berglagskanal. Es ist ein Kanal, der die Städte Karlskoga und Philippstadt verbindet. Er erstreckt sich über eine Gesamtlänge von etwa 64 Kilometern, von denen 4 Kilometer aus gegrabenen Kanälen bestehen. Der Höhenunterschied auf der gesamten Strecke beträgt 16 Meter, die mittels 6 Schleusen überwunden werden. Wir besichtigen die Björbeckens-Schleuse. Für uns geht es weiter und wir erreichen Philippstadt. Doch plötzlich verdunkelt sich der Himmel und es fängt kräftig an zu schütten. Da kann man nur abwarten und auf besseres Wetter hoffen. In Philippstadt werde ich von einem Lokalreporter zur gewonnenen Weltmeisterschaft interviewt. Am Tag darauf finde ich mich in der Lokalpresse wieder. Jetzt bin ich berühmt. Naja, zumindest in Philippstadt. Wir durchfahren Sveg mit seiner etwas gewöhnungsbedürftigen Bärenstatur. Zumindest ist es der größte Holzbär der Welt. Auf einem Campingplatz in der Nähe von Östersund finden wir eine erneute Bleibe. Wir gehen auf Wanderschaft und sehen uns ein wenig die Gegend an. Weiter geht es Richtung Norden und wir erreichen hinter der Ortschaft Strömsund den Einstieg zum Wildmarksweg. Unser erster Stellplatz ist ein Naturcampingplatz am Flasjön. Er ist genau nach unserem Geschmack. Traumhafte Gegend und super Wetter. Am Abend wird dann noch ein Lagerfeuer entzündet. Besser kann es uns nicht gehen, wenn da nicht die berüchtigten Mini-Vampire wären. In weiser Voraussicht haben wir vorgesorgt. Autan und Netzhüte halten die Plagegeister auf Distanz. Sieht blöd aus, hilft aber. Schweden hat ein sehr gut ausgebautes Straßennetz und was uns besonders freut, sind hier kaum Autos unterwegs. Doch Seitenstraßen können durchaus nur geschottert sein, aber sie lassen sich dennoch gut befahren. Abseits der Asphaltwege kommt man der Natur dafür etwas näher. Wir haben das Naturreservat Hellingsfollet erreicht. Gewaltige Wassermassen stürzen hier 43 Meter in die Tiefe und drängen sich anschließend in einen engen Canyon. Er ist Europas längste mit Wasser gefüllte Schlucht. Im Sommer, und den haben wir ja, leuchten im Wasserdampf die Regenbögen. Ach ja, das schwedische Alphabet beinhaltet ein paar Buchstaben, mit denen wir bzw. ich nichts anfangen kann. Also, meine Aussprache von einigen Wörtern ist, wie soll ich es nennen, kreativ-intuitiv. Unsere Weiterfahrt beschert uns immer wieder das, wofür Schweden so bekannt ist. Einzigartige Natur.
Die Schweden sind aber auch Meister darin, die Natur durch Relikte der Vergangenheit, sagen wir mal, interessant zu machen. Der Wildmarksweg führt uns weiter durch beeindruckende Landschaften und wir nähern uns Lappland. Links und rechts der Straße sind Blockhütten und die traditionellen, den Tipis der Indianer ähnlichen Unterkünfte zu sehen. Hier heißen sie allerdings Kote und werden von den hier lebenden Sami bewohnt. Das Land wird flach und im Hintergrund kann man übrig gebliebene Schneefelder erkennen. Dann haben wir die Grenze zu Lappland erreicht. Natürlich müssen wir hier oben einen Andenkenstand aufsuchen und eine Kleinigkeit kaufen. Wir haben Fatmomak erreicht. Es liegt am Fuße des Maasgebirges und ist ein traditioneller Treffpunkt der Sami und ein beliebtes Ziel für Touristen, wie wir sie sind. Die Ortschaft wird zweimal im Jahr von den Samis besucht und es werden Kirchenfeste abgehalten. Aber es ist auch ein Museumsdorf. Alte Häuser, die Kotas und die Kirche sind sehenswert. Själv mig du haver lovat att du skulle trogen bli, men jag är allt för fattig, det kan visst aldrig bli. Ack om jag kunde beskriva den kärleken så svår. Das nächste Highlight auf unserer Tour ist der Trappstegsforsen. Dieses Mal ist es nicht die Höhe des Wasserfalls, die uns so beeindruckt, sondern die Vielzahl der breiten Stufen, von denen das Wasser herunterfällt. Trappstegsforsen ist ein Wasserfall, der sich im Laufe der Zeit treppenartig durch die Felsen gewaschen hat. Im oberen Bereich des Wasserfalls finden wir mal wieder einen ruhigen Übernachtungsplatz und genießen die sehr spät untergehende Sonne. Auf unserer Weiterfahrt legen wir immer wieder Stopps ein, um die Landschaft auf uns wirken zu lassen. Wir haben Wilhelmina erreicht, das Ende des Wildmarkswegen. Wir besichtigen das kleine Wohnwagenmuseum des schwedischen Herstellers Polar. So hat man früher gekämpft. Manche Dinge erscheinen da schon sehr skurril. Tja, und dann kommt der Tag des Abschieds. Unsere Freunde müssen weiter Richtung Süden fahren. Wir dagegen starten in Richtung Norden. Allerdings ab jetzt alleine. Unbefestigte Straßen begleiten uns. Unglaublich, wie das Schild am Straßenrand zeigt, dürfen wir hier 70 fahren. Unserem Wohnmobil zuliebe belassen wir es allerdings bei einer wesentlich langsameren Fahrweise.
Und dann entdecken wir neben der Straße das erste Rentier auf unserer Reise. Wir sind auf jeden Fall aufgeregter als dieser Vierbeiner. In der Nähe von Slagnes finden wir mal wieder einen idyllischen Stellplatz direkt am Wasser. Das Thermometer zeigt angenehme 22 Grad. Und dann überqueren wir den Polarkreis. Sehr unspektakulär weisen ein paar Steine darauf hin, dass ab hier am Tag der Sommersonnenwende die Sonne nicht untergeht. Und zur Wintersonnenwende geht sie hier nicht mehr auf. In Jokkmokk legen wir einen Stopp ein und schlendern über einen Handwerksmarkt der Sami. Danach ist noch ein wenig Sami-Kultur im Museum angesagt. Ziemlich unbeeindruckt überqueren mal wieder ein paar Rentiere die Straße. Nun sind wir schon sehr weit im Norden und fahren durch die nördlichste Stadt Schwedens, Kiruna. Allerdings sind wir nur wenig interessiert und werfen einen kurzen Blick auf ein riesiges Erzbergwerk, welches prägend für die Stadt ist. Die Landschaft wird wieder ein wenig natürlicher und wir sind nicht mehr weit von der norwegischen Grenze entfernt. Wir haben die Inseln der Westeralen und der Lofoten erreicht. Imposante Brücken verbinden die Inseln. Die Landschaft ist beeindruckend und etwas ist nicht unbedingt typisch für diese im Nordmeer liegenden Inseln. Das Wetter. Die Temperaturen liegen bei ca. 25 Grad und die Sonne strahlt vom Himmel. Immer wieder legen wir Stopps ein, um die Landschaft auf uns wirken zu lassen. Bei Hemestad liegt ein ockergelbes Haus am Meer. Hier steht die Zeit seit fast 200 Jahren still. Dieser kleine Handelsort ist heute ein Museum, bei dem das alte Kaihaus mit Krämerladen, Handelsbüro und Postamt, Lagerraum und Ausstellung noch intakt ist. Nicht nur Brücken verbinden die einzelnen Inseln. Auch mit Fähren muss man sich übersetzen lassen, wie hier über einen Fjord bei Refsnes. Man hat immer wieder den Eindruck einer kleinen Kreuzfahrt mit herrlicher Aussicht.
Wir haben Stoe erreicht und stehen am äußersten Zipfel des kleinen Ortes. Von hier wollten wir zu einer Walsafari aufbrechen, aber leider ist der Betreiber verstorben. So bleibt uns erstmal nur, diesen Küstenabschnitt zu Fuß zu genießen. An einem kleinen Felsabschnitt wird es laut. Möwen haben den Felsen besetzt und sich häuslich eingerichtet. Ein Stück weiter treffen wir auf große Gestelle, auf denen Kabeljau oder andere Fische getrocknet und somit haltbar gemacht werden. Der Stockfisch ist allerdings schon eingeholt worden, nur auf dem Boden liegt noch ein kläglicher Rest eines Fischkopfes. Früher war Stockfisch ein Arme-Leute-Essen. Heute ist er relativ teuer geworden und wird zumeist ins Ausland exportiert. Wir haben die Walsafari noch nicht aus den Augen verloren und sind Richtung Andenes auf die Insel Andøya durchgestartet. In der Nähe finden wir einen kleinen Campingplatz in Bleik. Vorgelagert liegt die dem Zuckerhut ähnelnde Insel Bleiksøya. Sie wird von Seevögeln bewohnt. Ein mehrere Kilometer langer Sandstrand breitet sich entlang dem offenen Meer aus. Dahinter liegen lange grüne Ebenen und wiederum dahinter hohe gezackte Berge. Möwen haben hier wohl Wohnungsnot und nisten so, wie es bei uns die Schwalben tun. Andenes liegt am äußersten Zipfel der Insel Andøya. Hier in Andenes können wir endlich unsere Walsafari buchen. Zuerst geht es ins Museum. Hoch oben auf dem Leuchtturm wird schon Ausschau gehalten. Wo ist denn heute der beste Ort, um Wale zu sehen? Dann geht es zum Hafen aufs Schiff und schon geht es los auf das Nordmeer. Weit müssen wir rausfahren. Das Wetter ist perfekt. Jetzt fehlen nur noch die ersten Walsichtungen. Plötzlich wird es unruhig. Weit draußen ist eine kleine Fontäne zu sehen. Wir kommen näher und fast neben dem Schiff taucht ein Pottwal ab. Hier kann er bis zu 500 Meter tief tauchen, obwohl er wesentlich mehr schaffen würde. Ein kleiner Papageientaucher beobachtet das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive. Es dauert nicht lange und der nächste Pottwal ruht sich vor seinem Tauchgang neben dem Boot aus. Alle warten gespannt auf den Moment, wo nur noch die Fluke zu sehen ist. Allerdings ist dann auch der Wal verschwunden. Nun geht es weiter auf unserer Reise und wir werfen nochmal einen Blick auf die Zuckerhutinsel Bleiksøya. Am Ende eines Fjordes finden wir mal wieder einen einsamen Stellplatz und werden mit einem herrlichen Sonnenuntergang verwöhnt.
Kreuz und quer befahren wir die Lofoten, halten hier und da und landen letztendlich in Haugland an einem riesigen Strand. Mutige wagen sich hier sogar ins Wasser. Wären die Temperaturen anders, könnte das auch irgendwo hier im Süden Europas sein. Wir stehen mal wieder in einem Fährhafen in Lödingen. Wir wollen wieder aufs Festland und verlassen die Lofoten. Schließlich wollen wir noch die legendäre Küstenstraße FV17 Richtung Süden befahren. Am Kupwatten machen wir einen Abstecher nach links auf eine unbefestigte Straße durchs Gierdal. Wir sind von der Landschaft so beeindruckt, dass wir hier zum Übernachten bleiben. Heute gibt's Lachs. Etwas abseits der Straße finde ich dann noch eine Stelle, wo der Fisch wie auf einer Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt ist. Die kleine Anzahl dürfte wohl nur zum Eigenbedarf sein. Von einem weiteren Stellplatz haben wir einen, wenn auch entfernten, Blick auf den Swartisengletscher. Weitere Fähren bringen uns Richtung Süden, bis wir am Ufer diese Erdkugel entdecken. Wir haben soeben wieder den Polarkreis überschritten. Dieses Mal aber in Richtung Süden. Weiter geht es auf der FV17, bis wir am Parkplatz Kleifshalsen Halt machen. Die vorgelagerten Inseln und die Schären bieten mal wieder ein fantastisches Bild. Am Lachsvorsen legen wir nur einen kurzen Stopp ein. Leider sind die Lachse noch nicht da, aber auch ohne Lachse ist der Wasserfall sehenswert. Am Fuße des Borgefjells finden wir mal wieder einen riesigen, aber total leeren Stellplatz an einem Fluss. Es ist die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Fiblingswatten. In aller Ruhe können wir unser Essen und das mitgebrachte Bier genießen. Danach geht es auf eine kleine Tour durch die Landschaft.
Am Formofoss machen wir einen letzten Halt in Norwegen. Und dann geht es durch das Kirkefell wieder nach Schweden. Die Route war eine spontane Entscheidung. Auch wenn das Wetter etwas zu wünschen übrig ließ, war diese Verbindung nach Schweden wunderschön. Es wird mal wieder einsam. Etwa südwestlich von Östersund liegt der Övergruppen. Ein See abseits der befestigten Straßen. Und das Wetter ist mal wieder erste Sahne. Vom Liegestuhl aus blicken wir auf den See und ich entdecke in weiter Ferne einen Prachttaucher. Das letzte Mal hatte ich einen im Museum in Jokkmokk in einer Glasvitrine gesehen. Dann zieht auch noch eine Sägerfamilie mit sage und schreibe 15 Küken an uns vorbei. Kurz entschlossen machen wir auf unserer Heimreise noch einen Umweg durch Mitterdalen. Bereits im Dorf Mitterdalen beginnt der Flatwoodweg. Schwedens höchst gelegene Straße, die sich über das mächtige Kalfjell-Plateau des Flatroos in ca. 980 Metern über dem Meer hinwegzieht. Mitterdalen ist ein Sami-Dorf. Hier lebt man von und mit den Rentieren. Mal wieder liegt zwei Fähren vor uns. Es ist der Wechsel von Schweden nach Dänemark. Dann ist Deutschland erreicht und auf den Stopps auf Fehmarn, in Seedorf, in der Nähe von Ratzeburg und Bramsche erinnern wir uns an unsere fantastische Reise durch Skandinavien.